Moin, willkommen zurück zu Harry Potter 7.2 im eisigen Schneetreiben, wo ich immer noch nicht weiß, wo es hergekommen ist. Denn soweit ich das in Erinnerung habe, fängt das Schuljahr nicht im Winter an. Gut, wir sind ja nicht mehr in der Schule, wir sind voll die Schulabbrecher und werden noch nicht mal unseren Hauptschulabschluss damit schaffen. Aber ist ja auch egal. Ich meine, wer in solchen Klamotten rumläuft, ist ja auch kein Wunder. Ich meine, guckt uns doch mal an. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Eigentlich müssten wir doch voll... Was ist das für ein Lärm? Das ist der Katzenjammerzauber. Sie müssen gewusst haben, dass wir herkommen würden. Wir müssen weiter. Genau, und da geht es auch schon wieder los. Wo war ich? Ach ja, genau, die müssen ja nicht voll frieren. Wer sind denn die eigentlich? Ich sehe gar nichts, die sind so schnell tot. Oh Gott, am Genick getroffen, bricht er zusammen. Wo willst du hin, Potter? Weiß ich nicht, und wo willst du hin? Nein, ich vernachlässige meine Deckung nicht. Guck, wie ich meine Deckung nicht vernachlässigt habe. Haha, der ging in deine Eier. Jetzt bist du impotent. Was hast du eigentlich für ein Problem, dummer Sack? Ja, siehst du? Bleibt erstmal liegen. Ich hasse es, wenn ihr wieder aufsteht. Bleibt doch einfach mal liegen. Wir sollten besser nicht hier bleiben. Genau, jetzt beherrschen wir auch noch Expelliarmus. Nein, Harry, hör auf, dich gegen eine Mauer zu lehnen. Das hat dir überhaupt niemand befohlen. So, und jetzt? Ach, es gibt keinen 4-Punkte-Zauber mehr. Das ist schade, ich meine. Auf einfach, es werden uns zwar irgendwie die Gegner in roten Kreisen irgendwie markiert. Weiß der Teufel warum. Vielleicht ist das für Leute, die zu blöd sind, Freund und Feind zu unterscheiden, aber... Sie haben auf uns gewartet. Wir sind geradewegs in die Falle getappt. Stupor! Stupor! Guck mal, ich kann das auch. Ich kann das auch. Gut, dann gehen wir erstmal auf den, der kein Protego hat. Das geschieht dir recht. Komm mir auf. Es ist Potter. Ja, und da haben wir wieder unsere typischen Kick-Leute. Endlich. Ich habe die auch schon vermisst, muss ich sagen. Und es ist kaum zu glauben, liebe Leute. Okay, Ron. Es ist nur ein Dorf voller Todesser. Alles ist gut. Uns geht's gut. Wisst ihr, wenn ich jetzt Geralt von Riva gewesen wäre, hätte ich mit Art einfach die Tür aufsprengen können. Aber tja, so. Oder vielleicht hätte ich auch einfach... das Türschloss betätigen können, so mit der Hand. Aber irgendwie sind die Leute ja zu blöd dafür. Im 3 Besen vertragen. Also ehrlich, Ron, das ist nicht der Moment für... Genau, das ist der Moment für gar nichts. Ich meine, rein theoretisch, wenn man die Harry Potter-Logik betrachtet, wisst ihr, was für Zauber wir jetzt alles können müssten? Flippendo! Wo ist denn der Flippendo-Zauber aus dem ersten Teil? Oh, ich lasse ihn mal reden. Oder wie wär's denn zum Beispiel mit Alohomora? Warum ist Hermine die einzige aus der Gruppe, die Alohomora kann? Oder die Findo, wie es heißt. Oder Recto Sempra, mit dem könnten wir sogar ein paar Leute wenigstens hitten. Wir sind noch nicht ganz die Straße runter, dann schnappen die uns komplett. Oh. Kannst du für freie Bahn sorgen? Klar kann Harry für freie Bahn sorgen. Der dunkle Lord duldet keine Fehler. Ich weiß, dass der dunkle Lord keine Fehler duldet. Ihr müsst mich erstmal treffen, Leute. Das könnt ihr nämlich gar nicht. Der dunkle Lord kann dich haben, wenn ich mit dir fertig bin. Alter, du bist ein Vergewaltiger, oder was? Ich dulde keine Pädophilen. Halte dem Gegner stand. Welchem Gegner denn? Keine Ahnung, was ihr macht. Ich gehe jetzt.
Wenn mir mal einer sagen würde, wo es lang geht. Ich muss sagen, mit dem 4-Punkte-Zauber war es echt einfacher. Nö, hier geht schon mal nicht lang. Ah, Ron und Hermine werden wieder vergewaltigt. Ja, ist ja schön, aber sagt mir mal, wo es lang geht. Ist ja wieder toll, dass das Spiel dann wieder überhaupt keine Hinweise gibt. Ich meine, es ist natürlich schön intuitiv, interaktiv, dass man hier selbst sich den Weg bahnen muss, so wie im Real Life. Aber, ah, ein Secret, okay. Cool, ja, schön. Stimmt, es ist wirklich nicht der richtige Ort. Der richtige Ort wäre im Kindergarten. Oder in der Sonderschule. Ich entferne mich mal von den beiden, weil diese Vergewaltigungslaute möchte ich euch wirklich nicht antun. Dann wird das Spiel wirklich, nämlich wirklich nicht mehr jugendfrei. Oh, schönes Ding. Hm. Aber wo muss ich hin? So, jetzt kommt Verstärkung Harry Potter und rettet den Tag. Und erledigt alle drei Gegner alleine, die ihr vorher wieder mal nicht erledigen konntet. Komm, leg dich hin. Ja. Ja, wir erheben unsere Stäbe gegen uns. Und die Männer erheben sogar beide Stäbe. Ja, da sagst du nichts mehr, ne? Ja, was ist denn jetzt? Wo muss ich denn hin, liebe Leute? Zeigt mir diesen verdammten Weg aus diesem Scheißdorf. Hä? Auf der anderen Straße, da sind noch mehr. Boah, die Kamera lenkt so langsam. Ich komme überhaupt nicht hinterher. Super! Lass sie anlegen. So entkommst du uns nicht. Da ist er. Super! Komm, bleib liegen, brech zusammen. Boah! Und ihr auch ihr seid alle viel zu dünn angezogen. Echt. Zieht euch mal was Wärmeres an. Was würde eure Mutter sagen? Stufor! Ja! Er ist zurück! Boah, wie viel sind das denn? Ja! Ah! Besser Commodus! Was war das? Nur eine Katze, glaub ich. Was? Ey, das war der dümmste Flachwitz, den ich je gehört habe. Seht nur die. Halt's Maul. Wer hat dir erlaubt zu reden, hä? Und warum musstet ihr die Tür auftreten, hä? Zu viele Orte, an denen sich die Todesser das verstecken. Das A-Team tritt Türen auf, aber nicht ihr. Nicht ihr. Oh, schön. Ist das der Honigtopf? Ah, nee, das ist nicht der Honigtopf. Achtung, Sie sind im Musikpavillon. Ja, ein bisschen Todesser-Musik. Oh, da war ein Ninja. Toll, wo spawnen die denn hin? Ich werde euch zeigen. Wirst du das? Wirklich? Okay, das System ist relativ einfach, also. Ballert einfach alle nieder, so lange wie es geht. Und wenn das Fadenkreuz außer Takt gerät, dann wirkt er einfach so lange Protego und wehrt Zauber ab, bis es sich regeneriert hat. Und dann ballert man einfach weiter. War es das jetzt? Kann ich gehen. Leider scheint es so, dass wir die Kämpfe nicht mehr abbrechen können, indem wir einfach davonrennen. In den nächsten Speicherpunkt oder ins nächste Bild. Das scheint nicht mehr zu gehen. Schade. Nein! Es ist doch immer ein Kampf gegen die Deckung. Achso, da kommt... Ja, genau. Wir sind ja wieder zu blöd, können kein Alohomora. Hermine muss mal wieder... Achso, ich muss da hin.
Oh ja, und natürlich. Alter Knacker. Komm, Ron, ich helf dir mal. Du bist ja wieder viel zu blöd. Ah, jetzt geh ich. Komm, das reicht. Deine Schlauheit nutzt dir jetzt auch nichts mehr, was, Granger? Schöne Sackgasse ist das hier. Ah, das hat das Spiel geschickt gemacht. Man muss alle Gegner töten. Denn ansonsten ist Hermine nicht in der Lage, die Tür zu öffnen. Was ein bekloppter Scheiß. Ehrlich. Das ist der größte Scheiß, den ich je erlebt habe. Ja, Hermine. Was soll das jetzt werden? Wollt ihr jetzt noch irgendwas tun, oder was soll das jetzt werden? Mach mal ein Kaffeekränzchen. Wenn du dich genug umgesehen hast, sollten wir verschwinden, Kumpel. Okay, ich geh. Er hat mich jetzt gerade schon ziemlich beleidigt. Er hat jetzt gesagt, wir können verschwinden. Also ich habe den ganzen Verkehr aufgehalten, ne? Ihr habt's ja gesehen. Ich habe sämtliche Gegner in der Umgebung getötet. Und bin zur Markierung gelaufen. Und jetzt sagt er mir, wenn ich dann mal fertig bin, Zeit zu schinden, kann ich ja gehen. Gut, mache ich das. Ich gehe jetzt auf Ego-Tour. Harry Potter verkriecht sich jetzt traurig in der Ecke. Und gibt sich dem Alkohol hin. Da stehen auch schon die Fässer. Super! Ich kann nicht mal mehr ein Weinfass öffnen. Wie weit ist es mit mir gekommen? Warum musste es so enden? Hä? Was? Ah. Ah, ich kann die Zauber durchswitchen. Ah, interessant. Interessant. Bahnbrechend. Aber wenn mir das Spiel jetzt nicht bald erklärt, wo ich hin muss, weiß ich nicht, wie das hier weitergeht. Super! Mit E konnte man manchmal mit den Leuten reden, aber das geht jetzt auch nicht mehr. Was soll denn das jetzt hier? Ist jetzt irgendwo was explodiert? Warum ist die Tür jetzt auf? Und warum bleibt ihr dann stehen, wenn die Tür offen ist? Glaubst du, Hogwarts ist sicher? Nein! Und Leute, ihr faselt so breit was davon, dass wir nicht nach Hogwarts können, weil es nicht sicher ist. Das Tor ist abgeschlossen. Oh nee, schon wieder. Jetzt schafft Hermine es nicht mal, meine Holztür zu öffnen. Ah, eine Ganzkörperklammer ist das. Ey, wie viel Leben hat der? Es ist Potter! Lasst ihn nicht durch! Es ist schwierig, aber ich glaube, es klappt! Wow, 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 wow. Wir haben es beinahe geschafft. Ey, hör auf, mir ins Gesicht zu retten. Ah! Super! Mach einen Frieden! Na, endlich ist der tot. Oh, da hat sich einer selbst in die Luft gejagt. Geil. Oh, schreit er. Komm hoch. Damit ich dich töten kann. Gut gemacht, Hermine. Mal sehen, was dahinter ist. Halt's Maul, geh in den Honigtopf. Das sagt ihr mir seit einer halben Stunde. Oh Gott, das ist der Honigtopf bestimmt. Oh Gott, ein Riesenplatz. Oh nein. Da werden 100 Millionen tausend Gegner warten. Zumindest ist das das Zählsystem von Ron. Wir sind fast da. Ja, komm, die Schlacht liefern wir uns jetzt noch. Super. Oh, Crucio. Oh, jetzt könnte es übel werden. Du sollst mir nicht ins Gesicht rennen, habe ich gesagt. Es bringt nichts. Wir schaffen es nie bis zum Honigtopf. Okay, also Ron müssen wir zurücklassen, denn der hat sowieso schon aufgegeben. Ist auch richtig so. Super. Was soll ich jetzt tun? Potato. Ah, jetzt machen wir ein bisschen hier Festungsverteidigung. Schöne Sache. Kennt man ja aus jedem Strategiespiel. Ja, und aus jedem Shooter eigentlich auch. Und da Harry Potter ja jetzt nichts anderes mehr als ein Shooter ist. Ja, ich meine, warum soll ich jetzt hier drin bleiben? Ich bin Harry Potter. Crucio. Hier
Da kann auf jeden Fall einer Crucio, das ist gar nicht gut. Ja, Styler-Modus! Warum schießt ihr dann auf mich? Mit Crucio! Wenn das euer Meister wüsste. Haben mich alle gefragt, ob ich brav bin? Hallo, sehe ich so aus? Ich bin Styler. Ich bin totaler Bad Boy. Oh, da kann man die Leute echt in die Luft jagen. Ron, was machst denn du da? Gib auf, Potter! Dann lass die Freunde gehen! Die lasst ihr doch eh nicht gehen, aber die könnt ihr gerne haben. Oh, nee. Ja, die haben jetzt noch gefehlt. Scheiße. Ja, was tue ich denn dagegen? Ja, wie denn? Expecto Patronum! Hier rein, Potter! Ihr Dummköpfe! Was habt ihr euch dabei gedacht, hierher zu kommen? Sie sind Aberforth! Sie sind Dumbledores Bruder! Wisst ihr eigentlich, wie gefährlich das ist? Ihr Bruder hat uns eine Aufgabe gegeben. Wir müssen nach Hogwarts rein. Heute Nacht. Ariana, du weißt, was zu tun ist. Mr. Dumbledore, danke. Neville? Ich wusste, du kommst. Der Raum der Wünsche. Das ist der einzige Weg rein und raus. Es wimmelt hier nur so von Todessern und Dementoren. Wie schlimm ist es, Neville? Mit Snape als Schulleiter? Hab ihn kaum gesehen. Man muss sich vor den Karus in Acht nehmen. Sie sind zuständig für Disziplin. Sag den anderen Bescheid, dass Harry zurück ist. Gut. Wie lautet der Plan, Harry? Hier im Schloss ist was versteckt, das mit Ravenclaw zu tun hat. Es könnte uns helfen, du weißt schon, wen zu besiegen. Irgendeine Idee? Rowena Ravenclaws verschollenes Diadem. Es ist eine Art Krone. Es ist seit Jahrzehnten verschwunden. Harry, Snape weiß, dass du in Hogsmeade warst. Er lässt alle in der großen Halle zusammenkommen. Jetzt! Ich habe erfahren, dass Harry Potter in Hogsmeade gesehen wurde. Wir haben Verteidigungsstrategien entwickelt, um sicherzustellen, dass Harry Potter nie wieder einen Fuß nach Hogwarts setzt. Wie es scheint, haben Sie ein Sicherheitsproblem. Und ich fürchte, es ist wirklich gravierend, Herr Direktor. Wie können Sie es wagen, Dumbledores Platz einzunehmen? Sagen Sie ihm, wie Sie ihm in die Augen gesehen und ihn ermordet haben. Sagen Sie es! Hältst dich wohl für mutig, hierher zu kommen, was? Dumm wäre wohl treffender. Stupa! Oh. Amicus, meine Güte! Respekt bei! Mit Treu! Respekt? Du kleiner Racker. Ja, ich bin schon ein kleiner Racker, nicht wahr? Bin ich nicht niedlich? Ich meine, habt ihr die Kinderfotos nicht gesehen aus meinem Sammelalbum? Die gibt es auch am Kiosk zu kaufen. Es gibt extra ein Panini-Album dafür. Ich werd's dir beibringen. Ja, ich meine, oh nein, Alecto ist down. Alecto, das wollte ich doch nicht. Oh! Wir sind jetzt hier die Fans.
Also rumschreien bringt nichts, meine Liebe. Das hat noch nie ein Problem gelöst. Hörst jetzt mal auf mit Protego. Sag mal, wie oft willst du noch rumbrüllen? Ich meine, das ist eine Mannfrau, aber... Ach komm, ich renne einfach auf dich zu. Nein, tust du nicht. So, guck. Zack. Stellen Sie sich dem dunklen Lord nicht in den Weg, Minerva. Gut, Harry. Ich kümmere mich um Professor Snape. Sie sind ein Feigling, Severus. Das waren Sie schon immer. Protego! Oh, interessant. Gehen Sie zu Ihren Schülern zurück. Nein, ich gehe nicht zu meinen Schülern zurück. Die haben gerade zu tun. Ah. Na. Seien Sie vernünftig, Minerva. Ah, die Schüler sind hinter einer Superbarriere. Natürlich, wer hat die denn erstellt? Ach komm, jetzt hör auf mit dem Scheißschutzschild. Sag mal, du bist wie die Sliverance im Duellie-Modus aus Teil 2. Die haben sich auch immer nur hinter irgendeiner Mauer versteckt. Da war die Mauer halt noch Expelliarmus. Aber egal. Ach komm, wir bleiben bei Stupor. Ist eh das Beste. Es ist noch nicht zu spät, Minerva. Strapazieren Sie nicht meine Geduld. Meine Güte, wie lange soll der Kampf noch gehen? Komm her jetzt. Blöder Schwanzlutscher. Komm, gib Ruhe. Ah! Man schießt einer Frau nicht in den Rücken. Sag mal, hast du keine Benehmregeln gelernt? Ach, Minerva kann wahrscheinlich gar nicht rennen. Naja, man soll sie nicht verdenken. Dass sie, sie werden Harry Potter. Wo ist er denn? Ah! Wo ist er denn? Ach, da oben. Wie kommt er denn da hin? Ah! Ich kümmere mich um Potter. Ja, natürlich tust du das. Geben Sie ihn mir, Minerva. Ach so. Sie können nicht gewinnen, Minerva. Verziehen Sie nicht meine Geduld, Severus. Ja, ist ja gut. Aber dass wir McGonagall nochmal steuern können, ist episch. McGonagall war einfach immer eine meiner Lieblingspersonen. Das ist echt episch. Ja. Feigling! Wie es scheint, ist unser Schulleiter verschwunden. Ich werde niemandem etwas tun. Gebt mir Harry Potter und ich, Voldemort, lasse Hogwarts unversehrt. Gebt mir Harry Potter und ihr werdet belohnt werden. Ich denke, es gibt einen Grund, warum Sie zurückgekommen sind, Mr. Potter. Was brauchen Sie? Zeit. Zeit, um das Diadem von Ravenclaw zu finden. Tun Sie, was Sie tun müssen. Wir sichern das Schloss. Longbottom, Miss Weasley, Finnegan, ich habe Arbeit für Sie. Sie wissen sicher, dass wir, du weißt schon wen, nicht daran hindern können, herzukommen. Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht aufhalten können. Pietotum locomotor. Hogwarts ist in Gefahr. Bewachen Sie die Grenzen und beschützen Sie uns. Protego Maxima. Harry. Es spielt keine Rolle, ob wir die Horcruxe finden. Es sei denn, wir können sie zerstören. Du hast Riddles Tagebuch mit einem Basiliskenzahn zerstört. Und wir wissen, wo wir ihn finden können, oder?
Wir gehen in die Kammer des Schreckens. Okay. Nehmt die Karte des Rumtreibers mit. Dann könnt ihr mich finden. Tja, meine Lieben, da haben wir eine riesenlange Cutscene hinter uns gebracht und haben uns ein episches Battle geliefert. Und jetzt sind wir in der Kammer des Schreckens, wir kehren hierhin zurück. Mal gucken, was die Macher von EA Brightlight daran seit Teil 2 verändert haben. Ich denke, sie haben auch diesen Ort völlig in den Dreck gezogen, so wie alles andere auch. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Kammer des Schreckens durchstöbern. Und ja, liebe Leute, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.